So Leute, und jetzt würde ich sagen, holen wir uns die Belohnung ab. Wir drücken drauf in 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, let's go! Zack, 7 Verbleibende in der letzten Box. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars! Was geht ab, Leute? Da bin ich auch schon am Start. Und ja, Leute, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, hat die Season 6 gestartet. Und das heißt, dass auch eine weitere Season, also eine alte Season, und zwar die Season 3, automatisch abgesammelt wird. Falls ihr das nicht wusstet, wenn eine neue Season startet, wird immer eine alte Season, also die älteste im Prinzip, rausgenommen. Und selbst wenn ihr da noch Sachen drin habt, so wie ich jetzt zum Beispiel bei Season 4, werden die alle automatisch abgesammelt. Und das ist mega, mega interessant. Weil, wenn ich hier zum Beispiel jetzt, wie hier auf dem Account, wenn ich das jetzt nicht einsammle, bevor Season Ende, wird das alles eingesammelt, wird dann vermutlich bei mir nur in Gold ausbezahlt, weil ich ja keine Brawler mehr ziehen kann. Aber könnte ich jetzt noch Brawler ziehen, dann kann ich natürlich auch Brawler einsammeln, ohne zu sehen, wie das Ganze passiert ist. Also ob ich jetzt 10 Verbleibende gezogen hätte oder nicht, das bekomme ich gar nicht mit. Und das ist mega, mega interessant. Ich habe da tatsächlich noch einen Account, wo ich Season 2 und Season 3 meines Wissens nach drauf habe, die ich beide abholen kann. Und ich hoffe, dass ich den noch finde, weil ich habe über 200 Accounts mittlerweile. Ich gehe jetzt gleich auf die Suche, aber davor lasst unbedingt einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal gerne mal kostenlos und aktiviert natürlich auch die Glocke und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Außer bei mir, würde mich mal interessieren, weil ich habe natürlich mitgedacht damals schon und mir die Brawl Pässe auf Reserve gekauft. Ja, dann würde ich sagen, let's go. 2000 Jahre später. Okay, wir gehen auf den Account drauf. Oh mein Gott, ist es der Richtige? Ist es der Richtige? Es ist hier kein goldener Pass, der angezeigt wird. Das könnte ein Fail werden, das könnte ein Fail werden. Deine Belohnungen für Season 2 wurden automatisch abgeholt. Oh mein Gott, und jetzt noch Season 3? Okay, also so wie es aussieht, war das nicht ganz der Richtige, aber es funktioniert. Und genau das wollte ich rausfinden, das habe ich noch nie rausgefunden. Wie das funktioniert, also ich habe jetzt erstmal die Belohnung für Season 2 abgeholt. Da war leider nur noch vom Gratis Brawl Pass da Belohnungen da, sonst wäre da auch Gold gewesen wie hier. Und in dem Fall waren es nur Powerpunkte für Shelly und Gold, weil wahrscheinlich eine Big Box oder so dort noch drin war. Und jetzt haben wir auf jeden Fall Season 3 am Start. Den ganzen Brawl Pass habe ich mir dort durchgekauft. Ich habe dort, also ich weiß sowieso nicht, ob ich hier überhaupt irgendeinen Brawler habe, außer Shelly. Wir werden es auf jeden Fall gleich rausfinden. Wenn ich hier drauf drücke, ziehe ich alles gleichzeitig. Das ist so unfassbar geil. Holy shit, Leute. An der Stelle, bevor es losgeht. Also, Leute, www.scheißboxer.shop. Der Shop hat ein Upgrade bekommen. Wir haben einen neuen Shop-Banner. Sieht richtig, richtig nice aus. Und, das ist eigentlich nicht das Nice daran, aber wir haben sehr, sehr viele neue, alte Produkte. Also nicht limitierte Produkte von damals, die wir aber irgendwann mal rausgenommen haben, sind jetzt wieder drin. Ihr seht gerade eingeblendet, was ihr dort so alles finden könnt. Checkt das auf jeden Fall mal ab und gönnt euch was. Let's go. So, Leute. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns die Belohnung ab. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil da könnte jetzt alles Mögliche passieren. Boah, also ich hoffe auf jeden Fall, dass ein legendärer Brawler dabei ist. Das wäre natürlich ultra sick. Einmal habe ich schon geschafft, ja. Bei Season 2 habe ich den gezogen. Hätte ich hier jetzt auch einer drin, wäre das wär krass. Das wäre krass. Das wäre so heftig, Leute. Wir drücken drauf in 3, 2, 1 und oh mein Gott, let's go! WTF! Holy shit, wie krank sieht das aus, bitte! Okay, ich muss mal kurz Screenshots machen. Warum habe ich so viele Shelly Pins? Achso, von den Pinpacks, ne? 12.800 Gold. Oh mein Gott, wie viele Powerpunkte einfach. Auch Colette, Jean, Jackie, Karl, Penny, Boxerin, Kevin, Barley, scheiß Boxer und natürlich auch die Colette Skin. 12.000 Gold ist schon heavy, Alter. Krank, einfach nur krank. Wirklich, wirklich heftig. Das sind jetzt alle Belohnungen, die wir uns auf einen Klick abgeholt haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einen Account habe, wo ich Season 2 und 3 noch den ganzen Brawl Pass habe. Das wäre natürlich sick. Also wenn ihr das rausfinden wollt, ich würde es beim nächsten Mal einfach probieren. Das Ding ist, wenn ich mich halt einmal in den Account einlogge, dann ist es zu spät. Dann muss ich das sowieso abholen. Selbst wenn ich nicht draufklicke, wird das automatisch abgeholt und ich sehe nicht mal ansatzweise, was ich gezogen habe. Aber ich würde es riskieren für euch, wenn wir auf dieses Video 10.000 Likes knacken. Also lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Und dann mache ich das nochmal bei einem anderen Account. Und ich habe auch 120 Gems bekommen. Die können wir gleich noch ausgeben.
Die haben hier ein legendäres Angebot. Shindy im Shop, sehr, sehr wild. Könnt ihr auch noch eine Megabox gönnen. Ich gebe auf jeden Fall mal Creator Code Pookie ein. Wir gucken jetzt mal kurz in der Ansicht alles, überall wo neu steht, das ist neu, das wurde gezogen. Ist jetzt nicht so ultra krass, also hätte besser laufen können. Die Shorts auf den legendären ist auch auf jeden Fall stabil. Ich hatte davor noch nichts auf dem Account drauf. Das ist halt schon heftig. Also ganz ehrlich, das liked mal einfach mal dafür, dass es so eine krasse Idee war, dass ich mir diese Accounts einfach aufgesaved habe. Also die Season, Season 2 und Season 3, das ist ja schon über ein halbes Jahr her. Also das ist ja wirklich gigantisch. Die Boxen liegen da seit über einem halben Jahr rum und jetzt wurden die sozusagen alle gleichzeitig geöffnet mit einem Klick. Ja, die Enttäuschung ist ein bisschen da, würde ich sagen. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr erhofft. Also ich meine, wir haben immerhin einen mythischen Brawler gezogen, nicht mal einen epischen, also es ist schon sehr, sehr weird eigentlich. Kann ich hier noch ein paar Upgrades machen? Ja, Barley kann ich auf jeden Fall upgraden. Zack, weil da machen wir gleich noch ein paar Boxen auf. Und den Boxer natürlich auch und Shelly natürlich auch. Let's go, sehr, sehr nice. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns noch die Brawl Box hier ab. Zwei verbleibende und da ist nichts drin. Und dann natürlich noch die Big Box von Season 6. Warte mal, können wir es doch Season 5 eigentlich? Warum haben wir Season... Warum haben wir keine Season 5, die wir uns abholen können? Oder Season 4, die Big Boxen? Ist das... Also irgendwas ist da ja ganz komisch. Und auch komisch, die Abbildung wurde einfach entfernt. Also seht ihr das hier gerade? Hier haben wir diesen Banner, sage ich jetzt mal. Und hier haben wir einfach gar nichts. Da ist auch nichts. Da ist einfach... Hä? Das fällt mir jetzt erst gerade auf. Also ich habe das vorhin schon gesehen, aber dachte mir nichts dabei. Aber das ist ja mal mega weird. Holy shit. Als ob die wahrscheinlich mit dem Update, ich schätze mal, dass es nicht Absicht war, aber vermutlich die alten Grafiken einfach rausgepatcht, weil das ja nur unnötig Speicher frisst, den der User dann im Endeffekt auf seinem Handy hat und runterladen muss. Von dem her denke ich mir, werden die sich da schon was bei gedacht haben. So, ich würde sagen, wir holen uns mal das Laternen-Brawl-Angebot ganz auf schnelle Welle. Okay, let's go. Dann öffnen wir mal die drei Boxen, sind es, glaube ich. Genau. Und erstmal 100 Powerpunkte für Shelly. Let's go. Wir starten rein. 5 Verbleibende. Leider nichts Neues. Come on, jetzt aber. 3, 2, 1 und 5 Verbleibende. Leider nichts Neues. Okay. Mhm. Vielleicht ist hier was Neues drin. Let's go. 5 Verbleibende. Nein, aber wir haben noch ein paar Gems, das heißt, wir können uns hier gleich noch was gönnen. Davor machen wir kurz noch eine Powerpause. Ja, und dann würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt die letzte Megabox hier auf dem Account. Zack, 7 Verbleibende in der letzten Box. Digga, der Account ist wirklich crazy. Erstmal haben wir noch tausende Boxen aus dem Brawl Pass von vor einem halben Jahr rumliegen. Und jetzt ziehen wir auch noch 7 Verbleibenden in der letzten Megabox. Das ist wirklich wild. Ich würde sagen, wir starten rein. 3, 2, 1 und erstmal ein Gadget kommt. Da muss jetzt wirklich ein Brawler drin sein. Bitte, 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 lass das einfach ein Brawler sein. Irgendein legendären, vielleicht Amber, vielleicht Shindy, weiß ich nicht. Vielleicht den neuen Brawler Squeak, der doch gar nicht draußen ist. Das wäre natürlich auch nice. Bell können wir übrigens nicht ziehen. Wir brauchen natürlich Stufe 30 erstmal bei Season 6 im Brawl Pass. Haben wir nicht, deswegen hoffen wir auf einen legendären in 3, 2, 1 und... Der erste Brawler ist einfach mal Rico. Toll. Super. Hätte ich mir ein bisschen cooler vorgestellt, um ehrlich zu sein. Aber gut, zwei Big Boxen haben wir noch. Die können wir natürlich auch noch öffnen. Das war die vorletzte und das ist jetzt die allerletzte Big Box. Let's go. Zwei verbleibende. Das war's. Okay. Krasser Account aber auf jeden Fall. Also hat schon Bock gemacht. Wie gesagt, ich müsste eigentlich noch einen Account haben mit Season 2 und Season 3. Bei 10.000 Likes werde ich das auf jeden Fall mal abchecken. Und im nächsten Video oder im übernächsten Video dann einfach mal, ja, öffnen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da, abonniert den Kanal gerne mal kostenlos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.